Für viele Leute ist nach der Schule das Lernen vorbei. Endlich müssen sie keine Vorträge mehr anhören. Sie müssen nicht mehr lesen. Bullshit. Genauso wie du finanziell für dein Alter vorsorgst, solltest du geistig für dein Alter vorsorgen. Du kannst natürlich, und das ist natürlich einfacher, dich hinsetzen nach der Arbeit, dir ein Bier aufmachen, das Bier trinken und Fernsehen gucken. Das ist viel einfacher, als wirklich was Aktives zu machen. Nach der Schule fängt das richtige Lernen an. Du bist im richtigen Leben. Während der Schule warst du in dieser geschützten Atmosphäre im Elternhaus, konntest die Welt sicher erkunden. Wenn du aber alleine lebst, für sich selbst verantwortlich bist, dann lernst du entweder, wie das funktioniert, oder du hältst das ein paar Jahre durch. Bier trinken, vor den Fernseher setzen, diesen klassischen Tagesablauf. Und irgendwann bist du einer von diesen unglücklichen Erwachsenen, die ihren Job hassen und nicht mehr wirklich wissen, wofür sie eigentlich leben. Fang an, dich gesund zu ernähren. Lerne etwas über Sport. Mache Sport. Lerne was über dich selber, über andere Leute, darüber, wie die Welt funktioniert. Lerne dich auszudrücken. Lerne flirten. Lerne, was auch immer dir Spaß macht. Aber lerne weiter. Mach weiter, stimuliere deinen Geist. Ansonsten geht er irgendwann in den Offline-Modus und deine ganzen gedanklichen Fähigkeiten lassen nach und du wirst alt. Du wirst nicht alt, wenn du körperlich älter wirst. Du wirst alt, wenn du aufhörst, neue Sachen zu erleben und aufhörst, Neues zu lernen. Deswegen hör niemals auf zu lernen. Ansonsten wirst du schneller alt, als du es jemals vorgestellt hast. Wenn dir das Video gefallen hat und du auch niemals geistig alt werden willst, dann kommentier einfach hier unten. Stell uns deine Fragen. Wir machen ein Video draus und beantworten sie. Egal welche Frage. Wir widmen uns gerne allen Fragen zum Thema Flirten, Lifestyle, Personal Development oder auch andere Fragen zu uns als Person. Stell sie einfach in die Kommentarbox.